Was geht ab, YouTube, und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den LS15 auf der Map Niederlande zusammen mit dem Toto und dem Marco. Hallo. Hallo. Welche muss ich denn jetzt kaufen, um damit Rüben anzusehen? Ja, das mit uns sein, ne? Guck mal eben. Ich dann. Wer hat denn die gerade die Seemaschine dran? Die Düngemaschine? Niemand. Ach, niemand? Dann kaufe ich auch keine erstmal. Nur wo steht denn unsere Seemaschine? Wo? Oh. Bitte? Auf dem Hof? Ja, ich hab sie schon. So, Gras. Hafer, Roggen, Luzerne, Klee, Weizen, Gerste, Raps, Gras, Hafer, Roggen, Luzerne, Klee, Weizen, Gerste, Raps. Okay, ihr seht keine Rüben an. Dann kaufen wir jetzt eben eine. Da würde ich jetzt ganz gerne, haben wir die in Seemaschine? Kartoffeln. Rüben. Arbeitsbreite hat die 9 Meter. 9 Meter sieht aber kein Porsche. Also die für die Arbeitsbreite. Ja. 6 Meter, diese. Ja. Was macht die denn hier? Die Quernland Optimaf tut die. Was seht die denn an? Also die nur 1000. Geht nichts bei, Alter. Du brauchst die Horsch. Du lägst, man versteht kein Wort von dir. So. Fahren wir jetzt erstmal schön zum Laden und holen uns unsere Seemaschine ab. Und dann fahren wir hoch. Warte mal, eben, habe ich jetzt richtig gekauft? So, bitte. Gehen wir ein paar Rüben ansehen, damit wir Zucker bekommen für die Zuckerfabrik natürlich. Weil es ist Rübenzeit. Jetzt weiß ich wieder, was ich erzählen wollte, meine lieben Freunde von der letzten Folge. Es stehen zwei neue Projekte bei mir in Planung. Und es wäre mal sehr schön, wenn ihr da mal in die Kommentare reinballern würdet, ob ihr das cool findet oder nicht. Und zwar bin ich jetzt gerade, oder was heißt gerade, ich fange, heute ist Montag, ich fange am Samstag an, meinen Let's Play-Raum fertig zu machen. Und ja, ich wollte das halt ganz gerne filmen, so was wir da alles machen und so. Und ob ihr darauf Bock hättet, das zu sehen. Und das zweite neue Projekt wäre, ich mach gerade, was heißt mach gerade, es ist alles in Planung. Ich habe mir heute schon Sachen dafür gekauft, und zwar habe ich mir so Tomaten, Salat und sowas gekauft. Und tue jetzt bei mir auf dem Balkon, da habe ich jetzt so ein bisschen so mit Holz und mit Plastik schon mal so als Unterlage und so. Und ich will da halt ein bisschen anpflanzen, so für den Eigenbedarf. Nicht den Eigenbedarf, also ich meine natürlich für Salat und Tomaten und Radieschen und so ein Scheiß.
Wenn ihr davon Videos sehen wollt, könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, wenn wir so Updates so machen wollen, hier beim Sehen, die ersten Knospen gedeihen und so ein Scheiß. Wenn ihr darauf Bock habt, schreibt auch mal in die Kommentare. Wäre doch bestimmt geil. Wenn ihr wollt, dass ich gleich hier die Map in die Luft sprenge, schreibt es bitte auch in die Kommentare. Wenn du die Map in die Luft sprengst, dann müssen wir schnell den Feuerwehrmod reinbauen. Den brauchst du dann immer. Wartenzeit ist um. Aber Radieschen nicht, du Arsch. Geht hinten drauf. Bis August davon die aussehen. Tomaten, gut, daneben halt nächstes Jahr. Oder wann auch immer. Bisschen Rückenschmerzen, ey. Nachdem wir das Lasertag gespielt haben, ich weiß auch nicht, ey. So viel anstrengen. Habe ich mal ganz gut den Tino abgeknallt und den Randy. Bam 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 bam. Darum gelaufen wie Chuck Norris. Steig mal kurz in den Taurus ein. Ja, ich? Ja. Warum? Komm mal da raus. Ja. Siehst du mich? Ja. So, hier Kalk, oder? Ja. Siehst du das auch so als Kalk an? Ich sehe es als Kalk an, ja, warum? Ja, weil ich es nicht laden kann. Da ist hinten auf jeden Fall was drin. Ja, jetzt das normale Dünger. Bin schon unter das Rohr gefahren. Ich habe es abgesenkt, hochgetan. Ich wollte nur wissen, ob ich ganz blöd bin. Ob kein Kalk ist. Also für mich sieht das wie Kalk aus. Aber was ich sehr merkwürdig finde, hier wird auch nichts angezeigt. Was ich meine? Oder ist das vielleicht das, das rechts könnte Kalk sein und das links ist wahrscheinlich gebeiztes Saatgut. Hey, wir haben das gebeiztes Saatgutlager. Aber ich kriegst ja immer nicht raus. Ballenverkauf. Ich kann auch mal ein paar Strohballen machen. Das ist ja so wunderschön hier. Ach, hier ist der Schneidwerkswagen. Hier ist doch schon gedüngt. Ja, das wird jetzt gedüngt. Kannst du ansehen. Jo.
doch schön mit dem Jeep. New. Rüber. Upp. Aus. Jetzt mit dem Drehen? Nö. Oder muss das gekrubbert werden? Ah! Verdammt! Dabei böse. Sag dir jetzt. Was? Hey. Erst krubbern. Ja. Jetzt, wo es zu spät ist, ey. Jetzt, wo wir selbst rausgefunden haben. Ja. Irgendwas stimmt mit dem Jungen nicht. Kaufst du einen Krubber und bringst ihn her, dann krubber ich schnell. Ich hole ihn gerade ab. Also ich bin schon unterwegs, noch nicht. Hol aber einen großen. Wir haben nur einen. Wie nur ein? Nur ein Gruber. Bei den normalen? Gruber, der ist 6 Meter breit. Bei den normalen kriegst du einen 12 Meter breiten. Gruber, schauen wir mal. Also nicht bei den Mods. 3, 4, 8, 10, 12, ja. Ja, 12 Meter. Hab ich jetzt gekauft, gehe ich jetzt abholen. Hm. Ich will schnell kuppeln und dann können wir die Dinger ansehen, ja. Hab ich gar nicht drüber nachgedacht. War ein bisschen verwöhnt. Ja. Gespannt, wie das im LS17 wird. Oh. Mal schauen. Bis Oktober ist noch eine Zeit. Können sie noch viel machen. Wir müssen noch viel machen, da geht kein Weg dran vorbei. Also was ich ja super finde, ist wirklich das... Oh, na sag schon, die Anzeigen. Also das, wenn du in der E guckst, weißt du. Ja, das ist wohl wahr, ja. Also schön sortiert, aufgeräumt. Felder werden gut angezeigt. Das stimmt. Das ist wirklich schön, das haben sie echt gut gemacht. Ich finde das auch schön, dass du da, ich weiß nicht, ob das jetzt unter I war, weil das ja nur Controller-Belegung war, aber man konnte, wenn man auf I, glaube ich, gedrückt hat, sich auch gleichzeitig vernünftig den Wagen aussuchen. Man musste nicht so durchswitchen tausendmal. Ja. Das fand ich auch sehr toll.
So, meine lieben Freunde, wir sind am Ende unserer Folge angekommen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Schaut zur nächsten Folge wieder rein und wir sagen tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Tschüss.